Hallo, du bist beim Wohnhotel Golf. Freue mich, dass du da bist. Golf ist so viel einfacher, wenn man das Blatt, also die vordere Kante, in Bezug zur Schwungrichtung gerade lassen kann. Wenn ich meine Arme viel rotieren muss während des Schwunges, um den Ball gerade zu bekommen, ist das schwierig. Und außerdem, wenn ich das Gefühl habe, dass ich beim Abschwingen zum Beispiel meinen Schläger schließen muss, damit der Slice nicht kommt, meistens geht mein Körper auch mit. Die Koordination da ist schwierig. So, ich möchte dir, glaube ich, einen sehr hilfreichen Tipp heute geben, wie du das Blatt gerade lassen kannst. Und so ist der Schwung unkomplizierter und besser unter Druck. So, das Erste, was natürlich wichtig ist, ist der Griff. Ich werde aber jetzt nicht über den richtigen Griff sprechen. Es gibt genügend ausreichend Informationen im Internet und so kannst du super schnell einen idealen Griff finden. Du musst nur, und das ist meine Erfahrung mit meinen Schülern, du musst dranbleiben. Du musst dich an diesem komischen neuen Gefühl gewöhnen. So, mit einem guten Griff, mach bitte Folgendes beim Schwung. Beim Ausrollen, wie du die Handgelenke einsetzt, das ist super entscheidend. Nur viele Golfer machen dies beim Ausrollen. Der Schläger wird geöffnet. Das kann auch griffbedingt sein oder einfach die Vorstellung, dass so mit den Händen gearbeitet wird. Viele denken, dass der Release das ist. Das ist nicht der richtige Release. Das ist ein übertriebener Überrollen der Unterarme. So, beim Ausholen musst du dieses Gefühl haben. So, als erstes steh am Ball und winke, und ich sage immer meinen Schülern, den linken Daumen hoch oder beide Daumen einfach hoch winkeln. So, wenn ich das tue während des Schwunges, bleibt das Blatt auch immer gerade. So, ich werde jetzt, während ich mich aufdrehe, werde ich Daumen hoch winkeln. Und wenn mein Griff stimmt, wird mein Schlagfläche hier oben etwas parallel zum linken Arm sein und genau richtig sein und gerade sein. Und jetzt beim Abschwingen, während ich mein Gewicht verlage, meine Arme senke und mich rotiere, möchte ich meine Handgelenke genau andersrum einsetzen. Und schau bitte, was passiert. Im letzten Video habe ich über diese Position gesprochen, dass die Schlagfläche leicht nach vorne neigt beim Aussonnen und beim Abschwingen. Nur wenn ich von hier so entwinkele, kommt mein Blatt automatisch in die richtige Position. Und sofort merkt man, das ist einfacher. Ich bin nicht am Manipulieren. Und bitte, keine Angst vorm Löffeln. Ich möchte nicht, dass du es so machst. Irgendwann muss gelöst werden und löst da. Und dann kommt man in diese sehr dynamische Treffmomentposition. Okay, so ganz wichtiges Thema, weil die Hände so entscheidend sind beim Golfschwung. Und jetzt hast du eine Idee, wie die Handgelenke eingesetzt werden sollten. Okay, ich hoffe, das hilft. Viel Spaß diese Woche.